Hi Freunde und willkommen zu einem weiteren Fallout 76 Video. Und in diesem Video möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr in 15 Minuten den Bunker schafft. Dafür brauchen wir ein klein wenig Vorbereitung. Und ich habe mich entschieden, das mit der chinesischen Tarnrüstung zu machen. So, die habe ich hier. Und zwar, wenn ich da in die Hocke gehe, bin ich getarnt. Dazu passe ich noch meine Builds an. Ich habe insgesamt 3 Builds, die ich unbedingt brauche. Der wichtigste überhaupt ist mein Damage AP Build. Das heißt, ich habe meine ganz normalen Kommandosachen drin. Und Schleichen, verdeckte Operationen habe ich drin. Sowie das Action Girl für die AP-Regeneration. Ist für mich ganz wichtig. Um die Roboter da unten relativ schnell außer Gefecht zu setzen. Und dazu habe ich noch meinen blutbefleckten Ausputzer dabei. Und zwar, der auch meine Tarnung verbessert und eine schnellere Schleichgeschwindigkeit bietet. So, als nächstes brauchen wir dann die Nummer 8, den Damage Flächenschaden. Den Flächenschaden, der ist für mich wichtig, für die Kerne zum Rausschießen. Und dafür nehme ich dann meine... wo haben wir sie hin? Hier ist er. Und zwar meine blutbefleckte Handgefertigte, also meine Handmade. Wie das funktioniert, zeige ich euch dann im Video. So, und als drittes Bild brauchen wir noch den Einbrecher. Und zwar alle 3 vom Einbrecher und alle 3 vom Hacker. Das sind die 3 wichtigsten Builds. Und wenn ihr das genauso machen wollt wie ich, dann ja, habt ihr hier die Inspiration dafür. Und dann würde ich sagen, lasst uns mal gleich loslegen. So, ich habe mich für einen Standort Charlie entschieden. Ja. Und dann lasst uns gleich mal anfangen. So, als allererstes müssen wir uns mal einen Weg hier reinbahnen. So, das Wichtigste erstmal, ich muss eine Karte finden. So, hier haben wir überall keine. Das ist aber nicht das Problem. Hier liegen sie auch schon rum. Hier liegt eine. So, die Karten brauchen wir. Dann gehen wir als nächstes in den Raum hier zum Scannen. Sicherheitsvorfall im Wohnsektor. So, kurz gescannt. Und weiter geht's. So, dann müssen wir hier rennen, in den Raum. Ich mach dann mal hier gleich die Tür zu. So, einmal die Karte durch. Und eine neue Karte anlegen. So, das haben wir erledigt. Und das war's schon mit der ersten Instanz. Können wir da raus. Das nützt ja nichts. So, jetzt gehen wir hier rein. Das ist die erste Instanz. Und somit kommen wir hier schon durch das Gitter durch. Bin ich schon auf dem Weg. So, also hier links rein müssen wir nicht unbedingt, rechts müssen wir auch nicht lang. Den Aggressotron hier vorne müssen wir auch nicht unbedingt kaputt machen. Wichtig ist nur hier den Augenbot. Und in der Regel sind hier oben auch noch 2 Lasertürme, die jetzt kaputt sind. Und dann gehen wir einfach hier weiter. So, denkt dran, hier ist Radioaktivität. Am besten, wie am Anfang erwähnt, mit dem chinesischen Kampfrüstung oder mit dem chinesischen Tarnanzug. So, das brauchen wir hier auch nicht.
So, wie erwähnt, wechsle ich jetzt auf Einbrecher und hacke mir hier den Zugang frei. Oh, Moment. Geht auch relativ schnell. So, da haben wir hier den nächsten Geschützturm. Der da hinten scheint kaputt zu sein. Der ist noch ganz, jetzt nicht mehr. So, jetzt haben wir hier das Terminal. Gut, beim Osten mal nicht. Beim zweiten Mal. So, sehr schön. Bestätigen. So, dies war dann der zweite Streich. Das heißt, wir brauchen nicht mehr die ganzen Rohre zu reparieren. Und dann gehen wir jetzt zum dritten. So, den Augenbot noch weg. Und jetzt wechsle ich wieder meine Perk-Karten und zwar für Damage Flächenschaden. So, jetzt nehme ich meine Explore-Waffe. Und haue hier die ganzen Dinger kaputt. Und das geht halt mit einer Explo-Waffe, mit Flächenschaden, richtig gut. Vor allen Dingen auch schnell. Bob. Hier nochmal. So, wenn ihr da nämlich keine habt, dann ist nämlich das Problem, dass ihr jedes Ding einzeln rausnehmen müsst. Hier diese Teile da. So. So. Da noch ein bisschen. Da haben wir es ja schon fast. Ah, hier geistert noch einer rum. Wo bist du? Da. Ja, das war's schon. Das war der dritte Streich. Natürlich, machen wir doch gerne. Und jetzt kommen wir zum vierten Streich. Jetzt müssen wir die Kerne austauschen. Muss ich nur vorsichtig sein. Hier geistert nämlich auch mal ein Aggressor dran rum. So, jetzt nicht mehr. Jetzt rennen wir hier gleich weiter. Und dann kommen wir gleich in den Raum, wo die Kerne tauschen müssen. So, jetzt wechsle ich aber wieder und zwar in meine Schleichangriffe und wechsle auch wieder die Waffe, weil der Explosionsschaden ist nämlich nicht gut. So, hier habt ihr dann eine Werkbank, da könnt ihr eure Waffen reparieren, das muss ich jetzt nicht. So. Geht's weiter. So. Tschüss. Einmal nachladen. So. Das haben wir. Noch ein Geschützturm. So, das haben wir auch. Jetzt nehmen wir hier die Kerne raus. So, habe ich alle? Ja, ich habe alle. So, dann gehen wir jetzt zum Reparieren. Oder besser gesagt, zum Umbauen. Und zwar findet ihr das hier hinten drin.
Muss aber aufpassen, da kommen auch welche. Hier mache ich nochmal gleich die Tür zu. Hier ist auch kein Lasergeschütz drin. Hier ist zwar da hinten die Tür auf. So, hier hätte ich mir natürlich gewünscht, dass man gleich die Zahl eingeben kann. So, denn wir müssen hier die Zentralrechenkanne herstellen 15 Mal. Und das heißt, ich muss jetzt die Leertaste spammen. Und da hätte ich mir gewünscht, dass man die 15 eingeben kann. Wird einiges erleichtern. So, da haben wir es schon. So, sind jetzt irgendwelche Verstärkungen schon hier? Sieht noch nicht so aus. Das heißt, wir müssen den ganze Zeug hier wieder reinmachen. So. Ach, nicht an den Rechner dran. Nein, noch nicht. Ich weiß jetzt nicht, was da immer in den Bildschirm reinkommt. So, haben wir alle drinne? Ja, sieht so aus. Das heißt, weiter geht's. So, fortfahren. So, Tür öffnen. Das war der vierte und vorletzte Streich. So. Hier kommt jetzt das Silo. Hier steht die Atomrakete drinne. So, das heißt, wir flitzen jetzt einfach hier hoch. Und dann sind wir im Kontrollraum schon drin. Jetzt müssen wir den Kontrollraum noch abschließen. Und hier habe ich öfters, dass die Lasertürme einfach explodieren. Ich weiß nicht, woran das liegt. Keine Ahnung. So. Das war der eine Aggressotron. Ich weiß nicht, ob noch der zweite hier ist. Müssen wir mal gucken. Ja, da ist er. Nee, doch nicht. Das ist ein Hornbot. Okay. Das heißt, wir können dann hier starten. So. So, der Aggressotron ist erledigt. So. Also normalerweise gehe ich jetzt eigentlich hier meine Runde noch, um die ganzen Lasergeschütztürme wegzuräumen und die ganzen Roboter, die hier noch rumgeistern. Ich habe zwar mal von jemandem gehört, dass man die Augenbots hier nicht tötet, dass dann keine Roboter nachgespawnt kommen. Aber selber habe ich es noch nicht ausprobiert, aber das ist so wenig, was da kommt. Wie gesagt, ich gehe dann hier, sobald ich gestartet habe, meine Runde, gucke nach den ganzen Lasertürmen, die hier sind, um halt zu vermeiden, dass die Bereichsleiter, die jetzt hier spawnen, nicht kaputt gemacht werden. Denn umso mehr Bereichsleiter da sind, also maximal 5, umso mehr dann da sind, umso schneller geht das. So, hier das Ding ist auch schon hinüber. Wie gesagt, ich gehe dann hier schön meine Runde. Ihr habt da jetzt hier genug Zeit, die Runde zu gehen. Wenn ihr natürlich zu zweit oder zu dritt seid, ist das noch besser. Da kann einer die Runde gehen, der andere beschützt die Roboter. So, hier ist auch nichts weiter. Sehr schön. Da habe ich meine... Ja, da habe ich meine Runde abgeschlossen. Habe ich meine Runde abgeschlossen, setze mich dann hier oben auf meine Kiste. Und kann dann hier alles, was jetzt hier so kommt... Den müsst ihr natürlich jetzt wieder reparieren, gell? Einfach an den Rechner dran. Startkontrollleiter und das war's schon. Startvorbereitungsleiter aktiv. So, und jetzt könnt ihr euch hier in aller Ruhe hersetzen. Und könnt ihr warten, bis die alle hier reingespawnt sind. Das dauert jetzt noch ein bisschen. Bis oben der Balken komplett voll ist. Wie gesagt... Wenn ihr hier gleich reinkommt, einfach oben aktivieren. Wenn ihr zu zweit seid, ist es sogar noch besser.
Dann kann einer starten, der andere läuft schon seine Runde und da geht das halt relativ zügig. So, wie gesagt, ich setze mich jetzt einfach hier getarnt hin, warte drauf, dass die Roboter kommen, dass oben die Zeit abläuft. Es werden jetzt gleich noch zwei Bereichsleiter reingespawnt und dann geht es eigentlich relativ zügig. Das könnt ihr, wie gesagt, auch alleine machen. Das ist kein Hexenwerk, definitiv nicht. Wichtig ist immer, bevor ihr in den Bunker geht, guckt nach, ob ihr eine Atomraketenschlüsselkarte dabei habt. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn wenn ihr einmal hier unten drinnen seid und wieder raus, ihr müsst dann wieder an den ganzen Robotern vorbei. Ja, sind ja schon fast bei der Hälfte. Nicht mehr viel. Am besten ist es natürlich, wenn er es alleine macht. Weil da habe ich festgestellt, spawnen relativ wenig Gegner. Und umso weniger Gegner, umso besser ist es. So. Ja, 50% haben wir. Ja. Und wie gesagt, wenn ihr alle 5 aktiv habt, geht das relativ schnell. So. Müsst halt immer zusehen, dass die halt auch am Leben bleiben, dass die nicht kaputt gemacht werden, sonst müsst ihr halt immer da, wo die hergespawnt sind, in die verschiedenen Bereiche reingehen und dort ist ein Terminal und dort könnt ihr die dann wiederbeleben. Also wiederherstellen sozusagen. Wie gesagt, das lohnt sich halt, wenn alle da sind. Die Zeit geht so schnell weg. Ihr seht es hier oben, wir haben es fast geschafft. Und dann könnt ihr relativ fix eine Nuke launchen. Das ist so schnell erledigt. Das Problem ist halt nur, ihr habt 2,5 Stunden Cooldown. Ne, das nützt ja nichts mehr. Wie gesagt, ihr habt 2,5 Stunden Cooldown und ja, in den Cooldown könnt ihr halt keine Nuke starten. Aber ihr braucht, wie gesagt, jetzt 15 Minuten. Hopp, haben wir es geschafft. Das ist 15 Minuten, seid ihr durch. Hopp, das war's. Und schon könnt ihr hier dran. Könnt hier eure Atomraketenschlüsselkarte eingeben. Könnt hier Tastenfeld benutzen, das kann... Oh doch, kann ich? Dann haben sie wahrscheinlich den Code zurückgesetzt. So, jetzt habe ich den Code für Charlie. Das ist die 453 94 000. Beachtet, der Code ist nur diese Woche gültig, wo das Video rausgekommen ist, nicht länger. Danach müsst ihr wieder einen anderen Code eingeben. So, Code ist eingegeben. Jetzt launchen wir noch die Nuke. So, wie ihr die launcht, wisst ihr ja. Das ist ja schon mehrfach gesagt worden. Ich gehe immer genau auf dieses Viereck hier. Hopp. Da habe ich den Riss drinne. Da habe ich den Wald drinne für den Wendigo. Und bestätigen. So, Tod von oben beginnt. Nuke wirft. Nuke wird geworfen. Nuke wirft, genau. Nein, die Nuke wirft. Alles klar, das war der Tod von oben. Das war der Launch einer Nuke in einer Viertelstunde. Wenn es euch geholfen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten viel Spaß bei Fallout 76. Ich mache jetzt die Queen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.